Guten Nachmittag. Also jetzt fassen wir das Ganze der letzten paar Tage mal zusammen. Es ist albern. Der CO2-Einfluss auf das Klima ist albern gering. Ich habe aber drunter geschrieben, siehe Berechnung. Denn was ist passiert? Ich hatte ja hier von CO2-Mangel mal mit einer ganz schnellen, sagen wir mal eher Überschlagsberechnung nach der Stefan- und Boltzmann-Gleichung, eine Art CO2-Mangel in Deutschland errechnet. Das ist nicht ganz so ernst zu nehmen, aber es kommt der ganzen Sache schon ziemlich nahe. Denn was ist passiert? Während der ganzen Diskussion hatte ich auch einen Herrn Schlemminger, Guntram Schlemminger, und mit dem hatte ich hin und her diskutiert und so weiter. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, okay, die ganze Grafik und der ganze Kram, das passt natürlich nicht hier in die Kommentare rein. Aber dann habe ich geschrieben, ganz ernsthaft, machen Sie ein Video darüber und verlinken Sie es. Ich werde dann darauf hinweisen und eingehen. Ja, und dann hat der Schlemminger gesagt, ja, okay, ich bin kein richtiger YouTuber oder was auch immer. Okay, hin und her, her und hin. Es ist schöner und spannender und wirklich informativer als das, was ich machen konnte. Herr Schlemminger, das sind seine Videos. In der Übersicht sieht man, er hat sich wirklich schon mit dem ganzen Kram ausreichend und viel beschäftigt, ist allerdings nicht so beachtet worden. Aber wenn man sich die Videos, die letzten anguckt, ich werde also auf diesen Kanal des Herrn Schlemminger verweisen und sich dann die letzten paar Videos anguckt und wie er alles ausgerechnet hat, worauf er darauf wie er darauf eingegangen ist und so weiter. Und das alles unter so einer Art Kriegsbedingungen will sagen, dass alles praktisch nur mit einem Handy, glaube ich, abgefilmt und ein Blatt Papier und naja, man sieht auch, dass es nicht ganz so kontrastreich, macht aber nichts. Wenn man sich ein kleines bisschen damit beschäftigt, dann kommt man da auch gut mit. Denn Herr Schlemminger erklärt es wirklich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, auch wie er rangegangen ist, wie er gerechnet hat, wie er selber praktisch sich selbst immer wieder in Zweifel zieht, aber dann auch letzten Endes wieder zeigt, oh, es ist doch anders als gedacht. Er geht auf die Absorptionsbanden des CO2 ein und so weiter und zieht die entsprechenden Schlüsse. Will sagen, gefällt mir deswegen, weil es natürlich auch meiner Herangehensweise entspricht und weil es letzten Endes meine Berechnung bestätigt. Da gibt es natürlich dann, das hatte ich ja schon in diesem Video vorhergesagt, jetzt wird es irgendwelche Leute geben, die natürlich alles in Zweifel ziehen und da gab es sogar einen angeblichen Diplom-Tralala-Chemiker oder vielleicht ist es auch ein Promovierter, was auch immer und hin und her und dann irgendwann, wenn die Leute nicht mehr weiterkommen, dann ja, dann erst machen Sie nette Empfehlungen, lassen Sie es doch lieber, das würde doch der gesamten Community schaden. Und irgendwann, wenn Sie merken, nee, da auf so eine komische Art komme ich auch nicht weiter bei und vom Fachlichen lassen wir das mal ganz. Also fachlich kam da sehr dünnes Zeug und auswendig gelerntes Gelumpe rüber. Naja, dann versuchen die halt irgendwann einen Misskredit zu ziehen und so weiter. Und das alles natürlich sehr höflich. Ich bitte ja auch um Höflichkeit. Und deswegen lasse ich das auch alles stehen. Das kann ruhig stehen bleiben, es sei denn, wenn mir einer gar zu dämlich kommt, einer, glaube ich, war es, da mache ich dann Schluss. Den schmeiße ich dann raus. Wer zu Hause jemanden einlädt und der sich dann daneben benimmt, den schmeißt man auch raus. Ganz so, wie es Dr. Schiffmann damals schon mal so ganz treffend gesagt hat. Warum soll ich mir sowas antun? Kostet ja auch meine Zeit. Obwohl es sehr interessant war, waren wirklich sehr viele auch fundierte Meinungen dabei und es war auch wirklich bedenkenswert, was manche Leute mit eingeflochten haben und letzten Endes auch mit zur Berechnung heranziehen und. Alles spannend, alles schön, alles in Ordnung. So, jetzt habe ich genug geredet. Auf diesem Kanal des Herrn Schlemminger, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und jetzt hier zum Schluss kommt nochmal der Link. Und natürlich mache ich Werbung für mein Buch, ne? Damit hier keine alberne Werbung mehr eingeblendet wird, wovon ich sowieso nichts habe, davon abgesehen. Und glaubt man nicht, liebe Leute, dass ich an dem Buch reich werde. Wollte ich auch nicht. Ich hatte damals nur die Variante, Quatsch, die Variante, den Gedanken, man muss mittlerweile die Dummen enttarnen, um ihnen erfolgreich entgegentreten zu können. Gut, genug jetzt, Ende jetzt, einen schönen Tag, eine gute Zeit für alle und das ist das, was ich nur wünschen kann. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video.